noch immer Wasasuke bei ihr, und dafür war Hanuka ihm dankbar. Allein zwischen diesen seltsamen Männchen hätte sie sich überhaupt nicht wohlgefühlt. Am liebsten wäre sie davongelaufen, denn diese Männer machten ihr Angst. Aber was hätte sie tun sollen? Sie hatte keine andere Wahl, denn ihre Schwester würde nur dann Frieden finden, wenn sie dieses Ritual endlich vollenden konnte. Nur wenn sie ihr Leben gab, würde es ein Ende geben. Sonst würde das hier alles weiterhin in einem Kreislauf weiterlaufen, aus dem keiner der Toten entkommen konnte. Und sie hatte so viele von ihnen kennengelernt. Zu viele, um sie alle hier im Stich zu lassen. Auch wenn sie noch immer nicht alles verstand, wusste sie, dass es ihre Pflicht war. Vielleicht würde sogar Sasuke besser dastehen, wenn er sie herbrachte. Die Mönche machten ihr Angst, denn sie blickten ihr nicht einmal direkt in die Augen. Und dann wurde sie in eine kleine Kapelle geführt, die weiter vom Dorf entfernt stand. Es war ein alter Zeremonienraum, der so viel Macht ausstrahlte, dass sie Schauer über den Rücken liefen. Im gleichen Moment wurde ihr heiß und kalt. Wenn sie als Besucherin hier gewesen wäre, hätte sie diesen Raum vermutlich einfach wieder verlassen. Es wäre beeindruckend gewesen, was für eine spirituelle Wirkung dies alles auf sie hatte. Seltsame Zeichnungen an den Wänden und überall hingen Sprüche, die sie nicht entziffern konnte. Diese Sprache war ihr fremd, obwohl sie aus Japan kam, aber es musste eine alte Schrift sein, die sie nicht kannte. Sasuke stand dicht neben ihr und wollte immer wieder nach ihrer Hand greifen, aber er konnte nicht, was ihn ziemlich frustrierte. Eigentlich wollte er bei ihr sein, für sie da sein, und es half auch immer, wenn jemand dort stand und die Hand festhielt. Aber er konnte nichts für sie tun, und es tat ihm sehr weh. Wie gern hätte er ihr mehr Halt gegeben. Einfach nur ein bisschen mehr Halt. Doch wenn Hanuka ehrlich war, dann nahm sie ihn gar nicht mehr wahr. Sie wusste nicht einmal mehr, dass er noch da war, sondern sah sich immer nur um und beobachtete die Mönche, die mit ihren seltsamen Stäben auf den Boden schlugen. Stäbe, an denen goldene Ringe klirrten, und dabei summten sie eine seltsame Melodie, die in ihren Ohren fremd und bedrohlich klang. Ihre Geistergesichter waren verhangen, und sie konnte nicht einem von ihnen in die Augen sehen. Dennoch hatte sie das Gefühl, als würde sie einige von ihnen kennen. Woher kannte sie diese Menschen? Und dann brach auf einmal Stille aus. Kälte und Schweigen breitete sich in dem Raum aus, als würde ein kalter Arm nach ihr greifen oder als würde jemand kaltem Atem in ihrem Nacken hauchen. Hanuka wusste nicht, was mit ihr passieren würde oder was mit ihr geschehen sollte. Unsicher sah sie zu Sasuke, der noch immer versuchte, ihre Hand zu halten und sie beruhigend anlächelte. Aber was sollte er sagen? Sterben war nicht so schlimm? Das war eine Lüge. Denn es gab nichts Schlimmeres als sterben. Dass es nicht wehtun würde und sie danach glücklich wurde? Auch das wäre eine Lüge gewesen. Denn es würde wehtun. Und glücklich war keiner von ihnen geworden. Es gab nichts Positives, was man hätte sagen können. Vermutlich bevorzugte er es deswegen, einfach die Klappe zu halten. Aber Hanuka wollte auch nichts mehr. Sie zuckte zusammen, als sie eine kalte Stimme hörte, kälter und schneidender als die Luft, die sie umgab. »Mein liebes Mädchen, da haben wir dich endlich wiedergefunden«, flüsterte der Mann leise und streckte seine Hand nach ihr aus. Hanuka zuckte zurück und zitterte dabei wie Espenlaub. Sie wollte auf keinen Fall von diesem Mann berührt werden. Wer war das? Und warum hatte sie das Gefühl, dass es der Mann war, vor dem Kazuha immer solche Angst hatte? Wo war ihre Schwester überhaupt? Würde man Sasuke jetzt etwas tun oder ihn vielleicht ehren, weil er sie hergebracht hatte? Wie verdreht könnte die Welt sein? Sanft blickte Sasuke zu ihr auf und wieder versuchte er, ihre Hand zu nehmen. »Du musst keine Angst haben«, flüsterte er ihr leise zu. »Ich werde bei dir sein, hörst du? Ich bin da und dir wird nichts passieren, solange Kazuha nicht hier ist. Sie ist diejenige, die dich töten muss. Und wenn sie nicht hier ist, dann wird dir auch niemand etwas tun können.« Irgendwie musste er sie doch beruhigen können. Irgendetwas musste ihm doch helfen, auch wenn er nicht wusste, ob er Hanuka damit nicht noch mehr Angst machte. Diese lächelte sanft und nickte, weil ihr bewusst war, dass sie nur durch die Hand ihrer Schwester sterben würde. Niemand sonst würde diesen Part übernehmen,
Der Mann musterte Sasuke abfällig und schnaubte leise, ehe er sich wieder Hanuka widmete. »Mein kleines Mädchen, du erinnerst dich doch wohl hoffentlich an deinen Vater«, wisperte er leise und Hanuka lief ein Schauer über den Rücken. »Der Mann, der sie am meisten töten wollte, war ihr eigener Vater?« Jetzt konnte sie ihre Schwester zum ersten Mal verstehen. Lange hatte Hayate mit sich gehadert, und er war sich nicht sicher gewesen, ob er wirklich zulassen sollte, dass Tsukino mit seiner Schwester sprach. Damals hatten die beiden sich geliebt, aber dann hatte er ihr das Herz gebrochen. Wie konnte man nur so grausam sein? Jemanden, den man angeblich liebte, so sehr zu hintergehen. Das wollte nicht in seinen Kopf. Doch dann waren da auch noch die Zwillinge, die an der Seite von Kasua standen und ihre Hände hielten. Sie konnte sich nur schwach an die beiden erinnern, und Itsuki warf Mutsuki immer wieder schüchterne Blicke zu. Ob Kasua wohl von den Gefühlen ihrer Schwester wusste? Oder war es so wie bei ihnen ein Geheimnis, über das niemand sprach? »Kasua, egal was passiert, Hanuka hat dich sehr lieb«, murmelte Itsuki darum leise und sah lächelnd in ihre Augen. Dem jungen Mädchen hämmerte das Herz bis zum Hals, denn auch wenn sie nicht wusste, wen sie wiedersehen sollte, war sie nervös. Was, wenn sie gar nichts davon wissen wollte? Sie wollte bei Hanuka sein und ihr beistehen. Die Gesänge der Mönche hatten doch alles verraten. Man hatte sich das Opfer erwählt und Hanuka war bei ihnen. Tränen brannten in ihren Augen und Kasua wollte nur noch zu ihrer Schwester. Sanft schlang Hayate seine Arme um sie herum und drückte sie an sich. Seine süße kleine Schwester, sie hätte vor all dem bewahrt werden müssen. »Ich habe alles versucht, um dich zu beschützen, meine Kleine. Aber egal, was ich getan habe, es hat alles nur noch schlimmer gemacht. Nur um dich zu beschützen, habe ich andere in den Tod geschickt. Kein Wunder, dass sie mich bei lebendigem Leib verbrannt haben. Wäre ich an ihrer Stelle gewesen, ich hätte mich auch verbrannt. Aber ich wollte euch doch nur beschützen. Und solange du und Hanuka noch hier seid, kann ich dieses Dorf nicht verlassen. Es ist meine Pflicht, auf euch aufzupassen.« Blinzelnd sah Kasua ihren Bruder an, aus dem endlich alles herausplatzte. Hattori hatte die Ketten gelockert, und jetzt brach all das Leid aus ihm heraus. Alles, was er unterdrückte und was ihm ein ewiges Geheimnis gewesen war, musste er ihr endlich sagen. »Ich bin schuld, dass dein Freund tot ist«, flüsterte er leise und deutete auf den Schuppen. »Damals, als man dich zur Opferung brachte, da wollte ich nicht zusehen. Ich hätte es nicht ertragen, dabei zusehen zu müssen, wie du getötet wurdest, und das auf so grausame Art und Weise. Es hätte mir das Herz zerrissen. Aber Tsukino ist damals zurückgekommen. Ich bin ihm gefolgt, aber er kam von alleine zurück, als er merkte, dass du es warst, die gestürzt war. Er hatte dich wirklich mit Hanuka verwechselt, und als er die eine Schwester in Sicherheit wusste, da wollte er zurück, um die andere zu holen. Aber es war zu spät. Er lief mir direkt in die Arme. Und du kannst dir denken, dass ich nicht sehr gut auf ihn zu sprechen war. Ich hatte ihm vertraut. Und ich hatte ihm geglaubt, als er mir sagte, dass er dich und deine Schwester in Sicherheit bringen wolle. Und dann musste ich doch dabei zusehen, wie man dich töten wollte. Ich konnte ihn doch nicht zu dir lassen. Ich konnte ihn nicht ungeschoren davon kommen lassen. Mittlerweile waren sie dem Verschlag näher gekommen und Tsukino hatte das Geständnis von Hayate mitbekommen. »Ist schon gut, ich kann dich verstehen. Immerhin hatte ich dir versprochen, die beiden zu retten, und man hat Kasua dennoch getötet. Es tut mir leid, ich habe versagt. Und dass du mich hier eingesperrt hast, war mehr als nur logisch.« Als sie seine Stimme hörte, zuckte Kasua zusammen und sie fing an zu zittern. Wie sehr hatte sie damals an Tsukino geglaubt, und dann war er einfach so mit Hanuka davongerannt. Darum war sie doch immer so wütend auf ihn gewesen, aber sie hatte nichts davon gewusst, dass er wieder zurückgekommen war. »Warum bist du noch hier?« flüsterte sie leise. Tsukino schmunzelte sanft und legte den Kopf schief. »Darf ich dich dabei ansehen?« flüsterte er leise, und mit zögernden Schritten ging Kasua zu ihm. Sanft griff er durch das vergitterte Fenster nach ihren Händen und sah ihr dabei tief in die Augen. »Ich wollte gehen, aber als mir bewusst wurde, dass du nicht mehr unter den Lebenden weilst, da
da wollte ich nicht mehr hier sein. Hier hing ein Seil und es war doch logisch, dass ich mich damit erhängt habe, oder? In meinen Augen ist es logisch. Was hätte ich denn ohne dich tun sollen? Ich wollte bei dir sein. Mit diesen Worten löste sich der Junge langsam auf und Kasua lächelte. Ist nicht so schlimm, flüsterte er leise. Ich vergebe dir. Ja, sie hatte ihn einst geliebt, aber heute gehörte ihr Herz einem anderen Menschen. Jemandem, den sie eigentlich schon immer geliebt hatte und der schon immer bei ihr war und den sie jetzt wiedergefunden hatte. Auch wenn sie Hanuka wohl nicht mehr retten konnte, wollte sie in dieser Zeit bei ihr sein. Sie würde Hanuka nicht alleine sterben lassen, denn sie wusste, wie grausam man sich dabei wohl fühlte. Hayate schloss einen Moment seine Augen. Wie gern wäre er zu Hattori zurückgekehrt, doch er wusste, dass er bei seiner Schwester bleiben musste. Jetzt konnte er nur hoffen, dass Hattori das auch verstehen würde. Aber jemand wie er, der hatte ein großes Herz. Sasori lief inzwischen beinahe panisch auf und ab. Immer wieder wanderte sein Blick zum Fenster und er seufzte schwer. »Was mache ich denn jetzt?« flüsterte er leise und zuckte zusammen, als er Deidara bemerkte, der nicht mehr von seiner Seite gewichen war. »Wie wäre es, wenn du einfach mal rausgehst und mit ihm redest? Er will sich umbringen, nur um bei dir zu sein. Mittlerweile ist er soweit, und weißt du warum? Genau, weil er dich liebt, du Volltrottel, und du liebst ihn auch. Jetzt hör endlich auf, so feige zu sein.« »Ja, ich weiß, dass ich dir damals wehgetan habe und dass ich viele Dinge falsch gemacht habe. Aber Takuru ist nicht so wie ich. Er würde alles für dich tun. Und ich wollte das auch. Jetzt hör endlich auf, in deinem untoten Leben herumzustochern und hör einmal auf mich!« Leise seufzte Sasori auf und er kaute auf seiner Unterlippe herum. »Das sagst du so einfach. Weißt du, wie schwer es für mich ist, dieses Haus zu verlassen? Ich habe Angst. Dort draußen ist deine Verlobte und sie wird nur auf mich warten. Sie wird mich quälen, das hat sie mir versprochen. Bitte, kannst du nicht zu ihm gehen und ihn herholen? Ich schaffe das einfach nicht.« Flehend sah der Rotschopf zu seinem ehemaligen Geliebten, doch Deidara schüttelte stur den Kopf. Wenn er ihm jetzt helfen würde, dann würde Sasori seine Angst nie verlieren. »Sie kann dir gar nichts tun, denn sie ist genauso tot wie wir. Wenn du dich nicht endlich von ihr löst, dann wirst du für immer hier bleiben. Kapierst du das nicht?« »Ich bin hier gefangen, weil ich mich nicht von dir lösen will. Sie ist noch immer hier, weil sie dich bewachen will und weil sie nicht will, dass du glücklich wirst. Und du bist auch noch so dumm und machst alles, was sie möchte. Wenn du deinen freien Willen hättest, dann könntest du doch einfach gehen und machen, wonach dir ist. Aber du ergibst dich hier einfach.« Erschrocken zuckte Sasori zusammen. Und auch wenn die Worte nicht gut taten, so musste er zugeben, dass Deidara genau ins Schwarze getroffen hatte. Bedrückt senkte er mit seinen Blick und zuckte hilflos mit den Schultern. Ja, er hatte Angst. Und er wollte nicht gehen. Er wollte auf keinen Fall dort rausgehen, weil sie ihn jagen würde und ihm doch nur alles Unglück der Welt wünschen würde. Dort draußen wartete das Höllentor auf ihn, um ihn zu verschlingen. Und er würde niemals wieder hierher zurückkehren können. Wenn er das Haus verließ, dann würde er sterben und sich auflösen. Und wenn Sasori ehrlich zu sich selbst war, dann hatte er Angst vor dem Tod. Damals hatte er an vieles nicht geglaubt, schon gar nicht an Religion. Doch seit er hier gefangen war, hatte er gelernt, es zu achten, und seine Angst davor, in der Hölle zu landen, war größer als alles andere. Wenn er aber daran dachte, wie Takeru sich wegen ihm das Leben nahm, dann drehte sich ihm der Magen um. Nein, das konnte er auf gar keinen Fall zulassen. »Du hast recht. Wenn ich mich immer nur hier verstecke, dann werde ich denjenigen verlieren, den ich mehr als mein Leben liebe«, flüsterte er leise. »Ich kann nicht einfach zusehen, wie Takeru in den Tod läuft, nur weil er bei mir sein will. Ein Leben wie meines will ich ihm ersparen.« Diese Worte meinte er sehr ernst, und er wusste, dass er Takeru davor bewahren musste, einen Fehler zu machen. Es wäre verrückt, wenn er sich jetzt auf diese Welt einließ. Ja, er liebte den Jungen, und er wusste auch, dass Takeru ihn liebte. Aber er konnte nicht zulassen, dass er dieses Leben wählte. Ein Leben in ewiger Dunkelheit und angsterfüllte Ewigkeit. Nein, das wollte Sasori nicht. Und nur weil er diesen verdammten Jungen retten wollte, öffnete er die Tür. Was passieren würde, wenn er das Haus verließ, das wusste er nicht. Deidara war nie etwas geschehen. Warum sollte ihm dann etwas passieren?
Keiner der anderen Geister war auf einmal verschwunden, und darum wollte auch er jetzt keine Angst mehr haben. Entschlossen atmete er durch und versuchte, sämtliche der Ängste zu vergessen, die sich all die Jahre in ihm aufgestaut hatten. Dabei saßen sie schon so lange in ihm, dass man sie nur schwer lockern konnte. Dennoch tat er einen Schritt vor die Tür, und als er merkte, dass er sich nicht einfach in Luft oder Mondlicht auflöste, begann er zu rennen. Er musste Takeru finden, und das so schnell wie möglich. Es durfte auf keinen Fall zu spät sein. Er musste den Jungen finden und ihm sagen, dass er ihn liebte, und dann... Ja, was dann? Ihn anflehen, am Leben zu bleiben? Eine andere Möglichkeit hatte er nicht mehr. Er musste Takeru darum anflehen, das Dorf zu verlassen, wenn er die Chance dazu hatte. Wie es war, wenn man es bereute, nicht auf jemanden gehört zu haben, den man liebte, das wusste niemand so gut wie er selbst. Und er wollte es Takeru ersparen. Er war am Leben. Und er sollte dieses Leben in vollen Zügen genießen, bis der Zeitpunkt seines Todes wirklich gekommen war. May hatte schreckliche Angst. Warum mussten Menschen so stur sein? Am liebsten hätte sie geschrien, und dabei war sie doch so sehr in Kakashi verliebt. Ja, sie liebte ihn und hatte alles getan, um ihn und seine Freunde zu retten. Aber was brachte das jetzt? Was hatte das noch für einen Sinn, wo sie doch alles getan hatte, um den Menschen zu retten, den sie liebte, und ihn zu befreien? Aber der rannte einfach mit offenen Augen ins Unglück. Irgendwie konnte sie es ja verstehen, wenn diese Menschen ihnen helfen wollten und ihr Schicksal verändern wollten. Aber was, wenn das nicht möglich war? Wenn es nicht möglich war, ihnen zu helfen, und wenn diese armen Seelen sich umsonst ins Unglück stürzten? Nur um dann einer von ihnen zu werden? Wimmernd brach May auf der Straße zusammen, und sie schluchzte traurig auf. Wie sehr hatte sie sich immer wieder zusammengerissen, um Kakashi nichts zu tun. Sie hatte nie dabei zusehen wollen, wie er starb. Aber jetzt wollte er einfach mit offenen Augen in den Tod rennen. Diese Menschen hatten doch keine Ahnung. Sie wussten nicht, wie es war, wenn man nicht mehr am Leben war und wenn man in der Ewigkeit gefangen wurde. Als würde es besser werden, nur weil man die Ewigkeit mit jemandem verbrachte, den man liebte. Das war Unsinn und albern. Die Ewigkeit war noch immer genauso lang und würde noch immer genauso grausam und zermürbend sein, wie sie es jetzt auch war. Nichts würde sich ändern, nur weil Kakashi bei ihr war. Selbst wenn sie es sich wünschte, konnte sie sich nicht vorstellen, dass ihr Gewissen die Ewigkeit erleben wollte, mit dem Wissen, dass er wegen ihr hier gefangen war. Zitternd saß sie auf dem Boden und zuckte zusammen, als eine Hand sich auf ihre Schulter legte. »Was ist denn los?«, flüsterte der fremde Mann, der zu ihr gekommen war. May hatte ihn noch nie gesehen, aber er war Sasuke erstaunlich ähnlich. Tatsächlich war es Itachi, der sich die Worte von Giacomo sehr zu Herzen genommen hatte. Ja, bisher hatte er Angst gehabt, und darum wollte er nicht aus seinem Haus heraus. Er hatte Angst gehabt, zu seinem Bruder zu gehen und sich mit ihm auseinanderzusetzen. Aber jetzt brauchte sein Bruder seine Hilfe, und das mehr als deutlich. Itachi spürte, wie ängstlich Sasuke war. Ein Bruder spürte so etwas einfach. »Ich suche nach niemanden. Mein Name ist Itachi. Ich habe mich schon öfter mit euch beschäftigt und ich habe euch gesehen. Jedes Mal habe ich euch beobachtet, aber ich hatte Angst, zu euch zu gehen. Jetzt habe ich aber begriffen, dass ich wohl meinen Tod selbst verarbeiten muss. Und ein junges Mädchen wie du kann ich nicht mehr leiden lassen. Es tut mir leid, ich hätte mich vielleicht schon viel früher einmischen müssen«, flüsterte der junge Uchiha, und er fühlte sich grausam. Er hatte seinen Bruder so lange allein gelassen, und dafür musste er jetzt bezahlen. Aber jetzt musste er für Sasuke da sein und ihn mit Giacomo zusammenbringen. Die beiden Dummköpfe waren bereit, sich ins Unglück zu stürzen. May krallte sich an ihn und war so froh, endlich einen Mann an ihrer Seite zu haben, an den sie sich halten konnte und der sie vielleicht verstand. »Ich wollte ihn immer beschützen, aber jetzt will er für mich sterben«, wimmerte sie leise und schüttelte den Kopf. »Ich kann das nicht zulassen. Jeder von uns weiß, wie wichtig das Leben ist und dass ein Mensch daran festhalten sollte. Aber sie sind alle bereit, dieses wertvolle Geschenk einfach wegzuwerfen. Ich kann das doch nicht zulassen.« Beruhigend streichelte Itachi über ihren Rücken, und er konnte gut verstehen, wie es ihr ging. Er und Sasuke waren Brüder. Sie hatten sich so nahe gestanden wie niemand sonst. Aber sie hatten sich in der ganzen Zeit nicht einmal sehen können. Die ganze Zeit über waren sie getrennt gewesen, und das, obwohl sie durchaus auch die Ewigkeit miteinander hätten verbringen können.
Hatten diese Menschen denn noch immer nicht begriffen, dass sie nicht wussten, ob sie zusammenbleiben konnten? Keiner wusste, ob man sie nicht doch zerreißen würde und ihre Liebe dann für immer von ihnen getrennt sein würde. Sie stellten sich das alles so schön vor, aber diese Welt hier war nicht schön und hatte nichts mit der verträumten Art zu tun, die sie sich einbilden wollten. Es mochte romantisch klingen, mit den Menschen, die man liebte, bis zur Unendlichkeit zusammen zu sein. Aber die Wahrheit war doch viel brutaler. Und sie alle verschlossen die Augen davor.